Man kann auch einen Tagessatz von zum Beispiel 1000 Euro nehmen. Dann werden die Leute oft skeptisch und sagen, ja, nee, das ist doch gar nicht möglich, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Kunden in der Regel sowas nicht bezahlen. Moin moin und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, und in diesem Video reden wir über das Thema Preise durchsetzen als Filmmaker. Und worüber wir sprechen wollen, ist eine Sache, die ganz am Anfang ist, wenn es darum geht, ob du als Filmmaker deine Preise durchsetzen kannst. Und zwar ist es nicht unbedingt die Qualität deiner Arbeit, sondern es ist das, was in deinem Kopf passiert. Und zwar die Konditionierung. Ich schreibe es mal hin. Das Thema Konditionierung. Und das ist ein unheimlich wichtiger Punkt und du kennst es wahrscheinlich auch aus deiner Vergangenheit. Versuch dich mal zurückzuversetzen zu der Zeit, als du so im Monat 50 Euro Taschengeld bekommen hast. So, das heißt, du hast diese Marke von 50 Euro in deinem Kopf und wenn jetzt jemand fragt, ey, hier, der Schwager heiratet, willst du vielleicht die Hochzeit filmen? Denkst du so, okay, wenn ich 50 Euro in einem kompletten Monat bekomme, wie viel kann ich dann so an einem Tag nehmen? Hast du dann spezielle Fähigkeit, die ich da anwende? Also vielleicht so 100, 200 Euro. Das heißt, du bist mit deinem Preisempfinden hier irgendwo ganz weit unten bei 200 Euro. So, und dann irgendwann fängst du an zu arbeiten, bekommst vielleicht so 450 Euro quasi in einem ganzen Monat, weil du zum Beispiel neben deiner Ausbildung, neben deinem Studium das quasi bekommst, dann bist du auf diese Summe auf einmal konditioniert. Wenn du jetzt einen Hochzeitsfilm machen würdest, würdest du den wahrscheinlich ein bisschen höher ansetzen. Das heißt, du musst dir bewusst sein oder bewusst machen, dass du immer auf einen bestimmten Preis konditioniert bist. Und das hören wir auch andauernd. Letztens habe ich einen Kommentar gesehen, da hatte jemand irgendwie sinngemäß sowas gesagt wie, ja, aber die Kunden sind in der Regel nicht bereit, so einen Preis zu zahlen. Und da ist auch wieder die Gefahr, man befindet sich so gesehen, sagen wir mal, du hast jetzt einen Tagessatz von 500 Euro. So, das bist du jetzt hier. Und du befindest dich jetzt hier so in dieser Realität. Also diese 500 Euro, die du immer wieder beim Kunden ansetzt, wo du auch einfach nicht drüber kommst. Dadurch kommt ja dieses, ja, dafür sind die Leute in der Regel nicht bereit zu zahlen. Du musst dir bewusst machen, das hier ist deine Realität. Deine Realität. Und auf diese Realität bist du konditioniert. So, das Problem ist, dass wenn man irgendwann anfängt, durch diese Konditionierung diesen Preis als Gesetz zu nehmen, dann wird es immer schwieriger, sich zu steigern, also seine Arbeit zu steigern, seine Selbstständigkeit zu steigern, größere Projekte mal anzugehen, weil man irgendwo immer in diesem kleinen Kreis sich bewegt. Und irgendwann fängt man auch an, so ein bisschen skeptisch dem Ganzen gegenüber zu werden und zu sagen, ja, aber wenn jetzt irgendjemand erzählt, man kann auch einen Tagessatz von zum Beispiel 1000 Euro nehmen oder einen Tagessatz von 1500 Euro nehmen, dann werden die Leute oft skeptisch und haben dann so eine defensive Haltung dagegen und sagen, ja, nee, das ist doch gar nicht möglich, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Kunden in der Regel sowas nicht bezahlen. Und du musst dir bewusst machen, dass es Leute gibt, die befinden sich hier in diesem Bereich. Das ist deren Realität. Und es gibt Leute, die befinden sich hier in diesem Bereich. Und eine Sache, die mir jetzt so in den letzten Jahren besonders krass aufgefallen ist, ist, dass dadurch, dass man sich in einem bestimmten Umfeld befindet, dieses Preisempfinden sich sehr stark und auch sehr schnell verändert. Zum Beispiel bei uns im Coaching ist es so, am Anfang haben wir angefangen, hatten Filmemacher, die auch so kleinere, mittlere Aufträge, 5.000 bis 10.000 Euro hatten. Und mittlerweile durch unser Coaching auch und durch die weiterführenden Programme sind die Leute gestiegen in ihren Fähigkeiten, sind auch gestiegen in den Regionen, wo sie sich kundentechnisch bewegen. Und die haben jetzt so 25, 30, 50, auch mal 60.000 oder 80.000 Euro Aufträge für einen einzelnen Film, was man sich am Anfang gar nicht so vorstellen, was ich auch mir nicht vorstellen konnte. Und dadurch, dass sich jetzt immer mehr Leute hier so in so einer größeren Region befinden und ich auch durch das Coaching immer mehr mit Filmemachern zu tun habe, die sich hier befinden und auch diese Filmemacher untereinander, die sich hier befinden, auch immer mehr austauschen, stellen wir fest, dass die Leute, die zu uns im Coaching kommen, zum Beispiel immer schneller auch es schaffen, ihre Preise anzuheben und von ihren vielleicht 400 Euro Tagessatz relativ schnell auch mal auf 1000 Euro Tagessatz gehen und auch dieses Selbstbewusstsein vor allen Dingen haben, sowas mal beim Kunden aufzurufen. Und das liegt einzig alleine nur daran, dass diese Person auf einmal, ne, sagen wir mal, die ist jetzt hier rot, die Person, die vorher in dieser Realität sich befunden hat,
die befindet sich auf einmal in einer anderen Realität, das heißt in einem Umfeld, wo das hier normal ist. Und deshalb merkt sie auch auf einmal, oh, es ist ja doch irgendwie machbar. Und deshalb fängt die Person auch an, auf einmal das Selbstbewusstsein zu entwickeln, höhere Preise zu verlangen. Und siehe da, es funktioniert, weil die Person selber an diesen Preis glaubt, weil es für sie mittlerweile dann auch zu einem Standard wird. Und deswegen kann die Person das auch durchsetzen. Wenn du als Filmemacher deine Preise durchsetzen willst, dann musst du dir vor allen Dingen bewusst machen, dass es wirklich in deinem Kopf anfängt und damit anfängt, was traust du dir selber zu, beziehungsweise auf welchen Preis bist du konditioniert. Das war mal ein etwas anderes Video, weil es jetzt nicht so praktisch war. Es war jetzt eher auf so einer Meta-Ebene, aber ich hoffe, es hat dir geholfen. Warum vielleicht auch bei dir das Thema Preise mit dem Kunden immer wieder ein Problem ist, warum vielleicht die Kunden bei Verkaufsgesprächen nie verstehen, warum deine Leistung so viel wert ist oder du einfach diesen Preis nicht durchsetzen kannst und dir vielleicht selber sagst, ja, wahrscheinlich ist es einfach nicht so viel wert. Oder ja, die Kunden wollen einfach nicht so viel ausgeben oder wollen nicht so viel investieren. Aber mach dir bewusst, es hat am Anfang mit der Konditionierung deinem Kopf zu tun. Dementsprechend verkaufst du dich, verkaufst du deine Leistung und dementsprechend wird der Kunde auch nur zu einem gewissen Preis bei dir investieren. Und wenn du da mehr zu erfahren willst oder auch lernen willst, wie man im Bereich Verkauf oder im Marketing mehr Anfragen bekommt und im Verkauf dann auch natürlich besser sowas durchsetzen kann, dann sprech gerne mal mit uns. Geh auf Instagram, schreib uns dort an oder geh auf www.filmmaker-marketing.com. Da kannst du dich auch mal eintragen, dass wir mal mit dir sprechen und uns mal anschauen, wo liegst du gerade preistechnisch, wie sieht die Qualität deiner Filme aus, deiner Videos, ist da mehr möglich? In den meisten Fällen, bei den meisten Leuten, mit denen wir sprechen, merken wir, da ist sehr viel mehr möglich. Sie trauen es sich nur noch nicht selber zu und dabei würde ich mich freuen, dich zu unterstützen. Und wenn dir das Video gefallen hat, gerne auch ein Like da lassen und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.